Czy młodego Norwega stać będzie na drugi równie daleki skok? Tak, to była piękna próba w jego wykonaniu, wylądowana poza 135 metrów. 28 metrów, Słoweńcy byli po nim na miejscu drugim. Trochę go tu zniosło na lewą stronę, ale to był piękny, daleki skok w wykonaniu Andrzeja Niszka. Widzimy tą zrozumiałą radość. No chyba tutaj sędziowie niedługo obniżą jednak tę platformę startową, bo wiatr w plecy tylko 5. Co by Deutschland den Sieg nach Hause springen? Das kann er locker schaffen. Gar kein Problem, das war sein bester Sprung hier. Und dann muss er den Telemark auch nicht mustergültig sein. Beiden wird im Landebereich sogar fast ein bisschen auf in dem Moment für Ryoyo Kobayashi. Da muss er erstmal hinkommen. Ja, aber wer ihn kennt, sind die diese Neustadt schon 147 Meter. Kein Ausfall, aber er kann viel mehr. Vorher die Japaner, die weit zurückhängen, aber auch der stark. Oh, wo ist der denn? Oh, mein wo ist der denn unterwegs? Ja, aus Luke 19 jetzt mit viel besseren Windbedingungen, da kommst du halt dann nicht mehr runter. Das ist das Schwierige.